Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier in der Nähe eines vor kurzem entstandenen Sumpfes, wo einer der Drachen hausen soll, und rein zufällig haben wir hier zwei alte Bekannte wieder getroffen. Zum einen Rott und zum anderen Cypher. Hi Burschen, was macht ihr denn hier? Alles klar bei dir? Diese Stiefel bringen mich nach oben. Die neue Rüstung ist zwar klasse, aber wieso müssen die Riemen an den Stiefeln bloß so festsitzen? Mache ich sie lockerer, fallen sie mir fast von den Füßen. Wo hast du diese Stiefel her? Bennett, der alte Haudegen, hat sie uns Drachenjägern angefertigt und hat sich den Mist auch noch großzügig bezahlen lassen. Wenn ich ihn in die Finger kriege, dann stopfe ich ihm die Dinger in den Rachen und hol mir erstmal mein Geld wieder zurück. Wahrscheinlich hat er dir mit Absicht da ein bisschen die Maße verändert, ne? Weil du bist ja eigentlich ein Anhänger von Silvio, ne? Und was macht die hier so? Worauf wartest du? Darauf, dass Cypher mal endlich aus dem Arsch kommt. Wird langsam Zeit, dass wir losgehen. Losgehen. Und wohin bitte? Hallo Cypher, wie geht's dir? Nettes Lager. Du sagst es. Hier stinkt's wie im Schlachthof. Überall tote Viecher und vermoderte Bäume. Ja, und nun? Was machst du hier? Ich sitze hier schon einige Zeit und warte nur noch auf den richtigen Moment. Richtiger Moment? Wofür? Da drüben soll sich angeblich ein Drache aufhalten. Seit er hier ist, hat sich dort ein ziemlich übler Sumpf gebildet. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als man in dieser Gegend noch keine nassen Füße bekommen hat. Doch jetzt würde ich da alleine niemals reingehen. Na gut, Rott ist noch da. Aber der läuft ja schon beim Anblick der Fleischwanzen davon. Was ist mit dir? Du bist sicher nicht nur zum Vergnügen hier, oder? Lass uns zusammen reingehen. Ob ich mir das schon zutrauen soll? Warum nicht? Hilfe können wir gebrauchen. Warum nicht? Hilfe könnte ich brauchen. Das ist gut. Dann komme ich endlich hier weg. Der Gestank ist ja unerträglich. Sag, wenn's losgeht. Na dann, auf geht's, ne? Jetzt wäre ein guter Moment, um aufzubrechen. Packen wir's. Okay, wir sind zu dritt. Zu dritt dürften wir recht gute Chancen haben, dass wir das hier überleben. Ich hoffe es. Ja? Hier, hinter der nächsten Biegung, beginnt der Sumpf. Ja? Ich schlage vor, wir gehen hier weiter gerade durch. Du kannst aber auch den Gang da drüben checken, damit uns keins von den Viechern in den Rücken fällt. Was ist dir lieber? Verlieren wir keine Zeit. Ja. Ja. Nee. Alter. Aha, Blutfliegen. Und da vorne seht ihr schon, was ich einmal gemeint habe, ne? Wow. Nämlich Echsenmenschen. Schon wieder eins von diesen Biestern. Katschanga. Die sind genauso stark wie Orks, also machbar für uns mittlerweile. Ein Echsenschwert. Wartet mal, Burschen. Komm her, Mist. Mist, verdammt, ne? Ich hoffe, die Erfahrungspunkte zählen für uns, sonst muss ich weinen gehen. Alter, Alter, Alter. Uah. Jawohl, die zählen für uns. Das ist sehr schön. Das hatte ich nämlich befürchtet gehabt, dass das nicht zählen könnte. Hallo, du Echsentrottel. Und Katschanga. Jawohl, passt, perfekt. Nichts zu holen. Das Schwert nehmen wir mit. Da sind noch ein paar Fliegis. Alter, was ist da drüben? Ich hab's immer noch drauf. Sumpfratten. Okay. Da ist noch eine Blutfliege normalerweise. Die will ich looten. Alter, Alter. Die sind schneller am Umhauen, als ich bis drei zählen kann. Komm her, du scheiß Blutfliege. Aha, die muss ich mit der Armbrust wieder plätten. Alter. Katschanga. Ja, so viel mit Katschanga, ne? Komm, mach Katschanga. Und da sieht man ihn schon auf seinen zwei Beinen stehen. Nein, ich will gern. So, ja. Ja. Perfekt. So muss man's den Biestern geben. Na, das war gut. So, looten. Und gleich ist es soweit. Da vorne ist der erste Drache. Man sieht ihn schon ganz leicht. Was tut das so komisch? Okay, das ist, glaube ich, nur so die Musik. Ich kann das Vieh schon hören. Wir müssen vorsichtig sein. Geh vor und sieh nach, ob wir angreifen können. Ja, das ist unser Stichwort.
Das Stichwort zum Speichern. Boah, ich hoffe echt, das geht gut aus. Wir müssen jetzt ein bisschen uns vorbereiten. Zum einen einmal gesund machen. So. Und zum anderen, was dürfen wir auf keinen Fall vergessen? Richtig, das Auge Innos anzuziehen. Wenn ich es jetzt anfinde, hallo? Ich bin zu weit nach unten, ne? Herrschaftszeiten, da oben irgendwo. So, das müssen wir wegtun. Irrlicht. Flammen, Innos. Jesus, na. Ist schon gut. So, das werden wir auch gleich wieder speichern. Beeindruckend ist das schon, ne? Wie das ausschaut. So, hier hin speichern. Und weiter geht's. Oh, da ist noch ein Echsenmensch. Komm her, du Echsentrottel. Und Katschanga. Komm, Katschanga. Jetzt zeige ich dich. Jawohl. Das hat gepasst. Da ist nichts zu. Musik ist ein bisschen laut, muss ich sagen. Ein bisschen laut. So, jetzt muss ich mich nochmal heilen. Toll. Der Drache putzt mich sonst weg, glaube ich. So. Nochmal speichern. Meh, Alter, ne? Ja, der passt. Na dann. Hallo! Boah, schauen die cool aus. Hallo. Wehe dir, wenn du noch einen Schritt näher kommst. Ah, das Auge Innos scheint zu funktionieren. Es kamen schon viele deiner Art. Ich habe sie alle hinweggefegt. Spar dir die Mühe. Du machst mir keine Angst mit deinen Sprüchen, du stinkende Ausgeburt der Hölle. Sag mir, was ich wissen will, oder ich werde dich in deinem Blut ertrinken lassen. Du kleiner Wurm, wagst es mir zu drohen? Nenn mir nur einen Grund, warum ich dich nicht gleich in tausend Stücke zerfetze. Ich bin ein Gesandter Innos und trage das geweihte Auge bei mir. Du hast keine Wahl. Du wirst dich meinem Willen beugen oder ich werde dich vernichten. Sag, was du von mir willst. Wer bist denn du? Wer bist du? Mein Name ist Pandrodor. Und du wärest gut beraten, wenn du wieder unter den Stein kriechst, unter dem du hervorgekrochen bist. Nein, wir wohnen nicht unter einem Stein. Nein, nein, nein. Das wäre uns aufgefallen. Wo finde ich den Rest von deiner widerlichen Brut? Wo finde ich den Rest von euch widerlichen Kreaturen? Die Elemente, aus denen alles gemacht ist, halten diese Welt zusammen. Jedes Einzelne steht für die Fähigkeit, einen Teil der Welt zu kontrollieren. Suche nach den Elementen und du wirst die anderen finden. Wahrscheinlich Erde, Feuer, Wind und Wasser. Wahrscheinlich. Und was willst du hier? Diener des Bösen, warum bist du hier erschienen? Bist du nur gekommen, um Angst und Schrecken zu verbreiten? Der höhere Sinn unserer Zusammenkunft in dieser Welt, kleiner Mensch, wird dir verborgen bleiben. Toll. Das sind wieder Antworten, die man brauchen kann, ne? Und was muss ich tun, um euch wieder loszuwerden? Was in Innos Namen muss ich tun, um euch wieder aus der Welt der Menschen zu verbannen? Bevor du handeln kannst, musst du erst den Sinn unserer Zusammenkunft verstehen. Doch wird dir niemand aus freien Stücken davon berichten. Allein das Auge könnte unsere Zungen lösen und dir unsere wahren Ziele offenbaren. Allerdings wird dir das nichts nützen, wenn du tot bist. Man hat uns schon davon unterrichtet, dass du den Weg des Drachenjägers gewählt hast. Also haben wir unsere Nachkommenschaft in eure Welt entsandt, um den Bestand unserer Ahnenreihe zu sichern. Na, großartig. Du hast schon verloren, kleiner Mensch. Na, supi. Und wie kriege ich die anderen Drachen dazu, dass sie mir was erzählen? Wie bringe ich die anderen Drachen zum Reden? Allein mein Herz könnte dir helfen, die Macht des Auges zu erneuern. Aber es wird dir nicht gelingen, mir das Herz zu entreißen. Schauen wir mal. Die Macht des Auges ist verbraucht. Dein Leben endet hier, Mensch. Ja, ja. Jungs, ihr könntet bitte kommen und so. Wow. Aua. Naja, so viel Schaden. Ah, da sind sie ja. So viel Schaden macht das gar nicht. Jetzt müssen wir aufpassen.
dass die uns nicht die Erfahrungspunkte stibitzen. Boah, die machen ganz schön Schaden. Komm. Katschanga, Katschanga, Katschanga. Bitte lass uns die Punkte. Bitte, 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 bitte. Nein! Wow, wir haben die Punkte bekommen. Verdammt. Super. Ist er tot? Ja. Beruhige dich wieder. Es ist vorbei. Junge, war das ein Brocken. Mhm. Ja, und wir haben die Punkte bekommen. Sehr schön. Pantrotor ist nicht mehr. Boah, das ging einfach super. Wir haben 2 Fiolen Drachenblut, 12 Drachenschuppen. Jawohl. Und sein Herz. Herz des Sumpfdrachens. Hurra! Meine Güte, ging das super. Jetzt habe ich doch die leise Hoffnung, dass wir mit den anderen Drachen auch recht gut zurechtkommen werden. Aber was ein jeder Drache hat, ist ein Hort aus Gold. Und das bedeutet, wir werden hier alles mitnehmen. Wir werden alles, alles mitnehmen. Der Drache braucht es nicht mehr. Und wir sind ja ein armer Held, wie ihr alle wisst. Wir brauchen alles, was geht. Nein, es ist auch einmal gibt es eine Quest, was ich weiß. Da müsst ihr sowieso was looten. Vom Hort des Drachen. Also nehmt ruhig alles mit. Wie gesagt, der Drache braucht es nicht mehr. Schatullen und das, was hier noch so rumliegt, das kann man nicht mitnehmen. Das ist einfach zur Zierde hier. Da ist noch was gewesen. Ich glaube, noch ein Lederbeutel, jawohl. Sehr schön, das waren sicher 5 oder 6, wenn nicht sogar mehr Lederbeutel. Liegt hier oben noch irgendwas? Schaut nicht so aus. Hervorragend, das lief ja super. Und die Burschen haben uns nicht die Erfahrungspunkte geklaut. Die 3000 Punkte, die dieser Drache ja wert ist, plus nochmal 600 für den Abschluss der Quest, die durften wir alle behalten. Das ist hervorragend. Super. Gut. Der Sumpf ist somit eigentlich gereinigt. Wir könnten uns trotzdem hier da drüben noch ein bisschen umschauen, ob es hier und da noch einen Echsenmensch oder so gibt. Dafür werde ich auch schnell mal speichern. Die Lederbeutel mache ich jetzt nicht auf. Wir haben erstens genügend Goldmünzen. Ja, für den Fall, dass wir mal Geld brauchen, machen wir sie dann auf. Oh, nur eine Sumpfdrohne. Ein Sumpfhai mit Schüttelfrost. 2 Sumpfhaie, okay. Die Drohne hat es überstanden. Komm her, Sumpfheidi. Jo. Katschanga, komm her. Und, na, stipp weg. Passt. Du auch. Ich meine, es sind ganz viele Punkte, die lasse ich nicht. Die lasse ich jetzt nicht aus. So, schön. Her mit eurem Zeug. Jo, komm nur her, Sumpfheidi. Jo, komm. Darfst auch zu deinen Freunden. Irgendwie, lol, da kommt dann bei den Ästen nicht vorbei. Ist schon blöd, wenn man so groß ist, ne? Blödes Mistviech. Komm, mach Katschanga. Katschanga? Naja, da oder so. Was, der ist auch gestorben. Bäh. Jetzt bleib ich selber hier hängen, ne? Die Sumpfdrohne hat immer noch nichts für uns, meine ich. Nichts. Nein. Ist hier um die Ecke was? Weil da ist jemand gestorben. Ein Amulett. Und eine rostige Axt. Ja, der hat's. Ja. Der hat es halt nicht mehr überstanden, ne? Da werden wir wieder ein bisschen trinken. Gluckel, guckel, gluckel, gluckel. So. Was essen wir auch nicht schlecht. Da haben wir ein bisschen gebratenes Fleisch. Perfekt. So, was könnte... Franco. Warte, Franco? Nein, Franco ist falsch. Amulett Priester, Krieger, ihr Licht. Inus Auge, Kraft. Kraft, das könnte es gewesen sein. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Cool. Plus 10 Stärke. Ja, vielleicht können wir das mal brauchen, ne? Für später. Sehr, sehr schön. Wir haben auch noch ein paar Minütchen. Wir können uns hier noch ein bisschen umschauen. Da sind nur ein paar Sumpfdrohnen. Und irgendwer ist da gestorben. Oh. Schaut nach einem Drachenjäger aus. Wer ist das? Wer ist das? Das wird aber nicht... Oh, Gott sei Dank, das ist jetzt niemand, also weder Seifer noch Rot. Das wäre jetzt schlimm gewesen, wenn die gestorben wären, das hätte ich mir jetzt nicht verziehen. Ah, oh. Ah, 2. Wie gesagt, die sind so stark wie Orks. Mit ein bisschen Glück können wir beide besiegen. Kommt sehr, ihr mageren, ekelhaften Idioten. Wow, Schiblocken. Katschanga. Jawohl, der erste ist schon mal hin.
Und du bist auch gleich im Jenseits. Bei dem ja. So. Jawohl. Boah, das lief super. Supi, nichts supi. Alles supi. Lalala. Da ist nichts zu holen. Perfekto. Waffe? Ist keine mehr da. Die ist verschwundibus. Ist mir auch recht. Gibt's hier, was haben wir da? Sumpfkraut. Komisch, oder? Dass hier, ausgerechnet hier Sumpfkraut wächst. Nein, Spaß. Wow, und ein Lederbeutel auch noch. Trank und Lederbeutel und Sumpfkraut. Da ist noch mehr Sumpfkraut. Nehmen wir gleich mit. Was wir haben, Hammer. Da drüben war, glaube ich, auch irgendwo Sumpfkraut. Ja, genau, die Stängel wollte ich mit... Also Stängel, sage ich. Diese Pflanzen wollte ich mitnehmen. Sehr schön. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung heute. Wir haben den ersten Drachen besiegt, auch wenn wir Hilfe hatten. Aber ihr seht, ne, ja, alleine hätten wir uns vielleicht doch ein bisschen schwer getan. So, wäre leicht, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ich habe eh gespeichert. Habe ich gespeichert? Ich glaube, ich habe gespeichert, oder? Alter, bin ich vergesslich. Ja, ja, passt schon. So, probieren wir es mal. Ob es jetzt geht, ob man schon genug... Ja, sehr gut. Und was ist jetzt los mit dir? Was ist los mit dir? Ah, dieser Stiefel, dieser Fett. Ja, und was okay. Machst du jetzt? Du kannst Fragen stellen. Ich kaufe mir erstmal neue Stiefel. Ja, okay. Und du, Seifer? Der Sumpfdrache ist tot. Der Sumpfdrache ist tot. Was passiert jetzt mit dir? Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immerhin könntest du jetzt als Held nach Korinis zurückkehren. Ich vermute, daraus lässt sich Kapital schlagen. Denk mal darüber nach. Okay. Ich glaube, das ist ein kleiner Hinweis, dass wir vielleicht mal einen kleinen Abstecher zu Bennett machen sollten, damit der Kerl uns was über die ja, verbesserten Drachenjägerrüstungen da quasi erzählen kann. Dann werde ich gar nicht mal so weit in diese Richtung hatschen. Vielleicht sogar eher wieder in die Burg zurück, um Bericht zu erstatten. Geht sich das jetzt noch partmäßig aus? Ja, das können wir glatt probieren. Wartet, bevor ich wieder einen Ladebug oder so habe. Sicher ist sicher. Nein, falsch. So, jetzt da. Zur Burg würde ich gerne. Ja, perfekt. Nein, so. Ruck. Tada. Möchte ich gerne schauen, ob wir jetzt hier zwecks dem Sumpfdrachen da, ob wir da was, ja, Quest da abgeben können oder Bericht erstatten können. Ja, irgendwie so. Dazu werde ich mal zu Garund gehen. Und mal schauen, was er dazu sagt, zu unserem ruhmreichen Triumph. Grüße, hallo Garund. Wegen der Drachen. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Ich habe den Drachen im Sumpf östlich von hier getötet. Das sind gute Neuigkeiten. Mhm. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Sehr gut. Ah, da steht was. Es gibt ein Problem mit dem Schmied. Es gibt ein Problem mit dem Schmied. Welcher Schmied? Der hat sich aus dem Staub gemacht. Ist er wieder da? Dann kannst du ihm ausrichten. Nein, ich meine Jan. Er ist Drachenjäger, so wie ich. Und ein guter Schmied. Das trifft sich ja gut. Unser ehemaliger Schmied hat sich einfach verdrückt, dieser Feigling. Okay. Jan wäre bereit, die Schmiede zu übernehmen. Verstehe. Du meinst also, ich kann ihm trauen? Ja. Wenn du dir so sicher bist, dann wirst du für ihn bürgen. Sollte er Ärger machen, wirst du dafür gerade stehen. Einverstanden? Jo, warum nicht? Meine Meinung kennst du. Ich bürge für Jan. Also gut. Er kann die Schmiede benutzen. Allerdings wird er dann auch meine Soldaten mit Klingen versorgen müssen. Ja, ich glaube, das wird schon passen. Immerhin, Jan. Ich meine, hier wird er nur mit einem N geschrieben, aber bei Die Gilde 2, wer das auch schaut, die Let's Plays, da ist Jan mein Gatte und der ist ein ganz sein Lieber. Mit ihm zusammen haben wir 4 Kinder und wir sind sehr erfolgreich und ja, also für Jan lege ich auf jeden Fall meine Hand ins Feuer. Hallöchen Jan, ich habe vielleicht gute, tolle Nachrichten für dich. Hol deinen Hammer, du hast Arbeit. Du hast es geschafft.
Wie hast du das denn angestellt? Ich musste für dich bürgen, also enttäusch mich nicht. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt arbeiten kann. Bitteschön. Die Leute hier sind so motiviert zum Teil, ne? Voll super. Total super. Und was ist mit dir? Können wir da noch was? Nö, du hast nur Waffen und so, ne? Also gut. Nächster Plan. Was machen wir als nächstes? Ich würde vorschlagen, da nehme ich euch mit auf die Reise. Wir machen einen kleinen Abstecher zu Onas Hof. Ich möchte gern mit Bennett reden. Ich weiß und ich befürchte, dass wir zu wenig Drachenschuppen und zu wenig Drachenblut haben, um die Drachenjägerrüstung aufwerten zu können. Da habe ich wirklich ein bisschen Bammel, ein bisschen Bedenken davor. Aber es ist sinnvoll, wenn wir mit Bennett reden, denn wir schalten zumindest, sage ich mal, die Quest für die künftigen Drachenjägerrüstungen frei. Und ich denke mal, das wäre ein guter Badbeginn, sage ich mal, für morgen, fürs nächste Mal. Denn für heute ist ja leider wieder Ende im Gelände. Also ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!